Hallo zusammen zu einer neuen Folge, die Lage in Karlsruhe. Leider mit bisschen Verspätung, das tut uns leid. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist mittlerweile zum Schlagwort geworden. Friedemann Kallenbach, unser Stadtrat von den Freien Wählern und für Karlsruhe, ist hier mit uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir, Friedemann? Sehr gut. Nach den Pfingstferien gut erholt. Viel Zeit mit meinen Enkeln gehabt und auch Zeit zum Relaxen. Alles gut. Ja, sehr schön. Ich war auch unterwegs mit der Family. Schön. Thema Nachhaltigkeit assoziieren viele ja Umweltschutz. Aber das Thema ist ja viel breiter, sagst du. Du hast dich da ziemlich reingedacht, sagst, das ist eine Denkweise. Welche Auswirkungen hat Nachhaltigkeit als Denkweise auch im Kontext Kommunalpolitik? Zuerst mal, es ist in der Tat richtig, dass das Wort oft missbräuchlich oder falsch verwandt wird. Und deswegen ist es wichtig, die Breite des Begriffs mal zu entfalten. Ich war im Urlaub tatsächlich beim Lesen und hatte ich das Buch von Johannes Hartl, Eden Culture oder Ökologie des Herzens, gelesen. Und das hat mir bewusst gemacht, dass der Begriff Nachhaltigkeit noch viel breiter ist, als dass ich es bisher gedacht habe. Es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht nicht nur um Soziales, sondern es geht um den Mensch in seiner Ausstattung seines Herzens quasi. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir nicht vergessen dürfen. Der ist bis jetzt nicht vorgekommen in der Diskussion. Was ist mit Ausstattung des Herzens gemeint? Ja, das ist ganz kurz und ganz schnell gesagt. Ich würde das so kurz zusammenfassen. Ausstattung des Herzens, wie kann der Mensch langfristig gesund, auch fröhlich motiviert leben und wie kann er sozusagen da drin einen langen Zeitraum laufen? Und dazu braucht es eine Herzensvorstellung, es braucht eine Herzensausstattung. Und das bedeutet zum Beispiel, Sinn in seinem Leben zu haben. Habe ich verstanden, dass meine Arbeit für was Größeres ist oder mache ich es nur, um Geld zu verdienen? Mhm. Wer Sinn verliert, der verliert eigentlich den gesunden Bezug zur Arbeit. Mhm. Genauso Verbundenheit. Dass wir Menschen miteinander arbeiten, ist mittlerweile klar geworden, dass es gut ist und dass diese Verbindungen sehr wichtig sind. Und wenn die Beziehungen nicht existieren in der Arbeit und der Freizeit, dann werden wir nicht nachhaltig leben können. Wir werden einsam werden, wir werden krank werden oder die Kraft verlieren. Ja, das ist interessant, die gerade in der Forschung Sinnökonomie, Bernd Ankenbrandt, da ging es ja auch schon in die Richtung, so Wirtschaft kann, muss auch irgendwo, da muss auch Sinn sein, Sinnsuche auf der wirtschaftlichen Basis, worauf ja viel sich fußt, die Stadtfinanzen ja auch, und der menschlichen Basis, das Zusammenspiel, wie funktioniert das, wie kommen diese Elemente, die du gerade genannt hast, also Ökologie, Ökonomie, Mensch zusammen? Mhm. Ist gar nicht so einfach, weil die Nachhaltigkeitsziele, die stehen oft gegeneinander sogar oder in Spannung zueinander. Also Wirtschaftlichkeit und Ökologie, das merkt man zurzeit bei der Kohle. Ne? Plötzlich kommt die Kohle wieder ins Spiel, weil die Wirtschaftlichkeit sozusagen gefragt ist. Weil wir Angst haben um unsere Ökonomie, wird sozusagen Kohle wieder ins Spiel gebracht, obwohl man die abschaffen wollte. Mhm. Also das sind solche Spannungen. Und jetzt macht man doch wegen der Wirtschaft wieder ein bisschen mehr Verzicht auf Klimaschutz. Also wir sind permanent in Spannungen miteinander und die müssen wir irgendwie balancieren. Und das, glaube ich, ist die große Kunst der heutigen Zeit. Was betone ich und was betone ich wie? Ich möchte einfach ein kurzes Beispiel erzählen. Wir hatten im Karlsruher Gemeinderat ja die Frage, kann man Klimaschutz gewichten nach der Effizienz? Und es ist ja so, das hat der letzte Bericht gezeigt, dass eben wir wissen, warum wir was machen, was dabei rauskommen soll, aber wir wissen nicht wirklich genau, was rauskommt, wie viel CO2-Ersparnis dabei rauskommt. Diese Bilanzierung ist gar nicht möglich. Also müssen wir alles Mögliche machen. Und man kann die Spannung zwischen Ökonomie und Ökologie dadurch harmonisieren ein Stück weit oder miteinander versöhnen, indem man sagt, wir machen die Maßnahmen, die tatsächlich am meisten bringen. Welcher eingesetzte Euro im ökologischen Bereich, im Klimaschutzbereich, bringt am meisten CO2-Ersparnis zum Beispiel? Aber das können wir momentan gar nicht sagen. Deswegen ist es auch eine Forderung, ich glaube, zuerst von der CDU gebracht, aber mittlerweile hat sich das auch durchgesetzt. Also das wäre ganz wichtig, dass wir hier mehr Klarheit haben. Sonst haben wir immer diese ideologische Kämpfe. Wir müssen das miteinander versöhnen, miteinander die Spannungen aushalten und auch Lösungen in dem finden. Der Antrag der CDU, der hatte ja vor allem im Sinn gehabt, dass man
die ganzen Maßnahmen, die die Stadt vorgeschlagen hat oder die auch zusammengetragen worden sind, dass man die priorisiert und dafür braucht man eine Messgröße. Und diese Messgröße gibt es nicht. Oder gibt es sie? Die Messgröße an sich gibt es. Das wäre die CO2-Ersparnis. Das ist ja das große Klimaziel, die entsprechend zu dämpfen, zu reduzieren. Aber wir können es nicht, aktuell nicht messen. Also das Rathaus ist nicht in der Lage, diese Messgröße auszuweisen. Das bedeutet, wir machen etwas. Wir können sagen, das ist bestimmt eine gute Einrichtung, eine gute Maßnahme. Aber was wirklich dabei rauskommt, ein CO2-Ersparnis, das können wir nicht sagen. Weil manche Maßnahmen einfach zu weit laufend sind. Also sind ja nicht einfach, sage ich mal, wir verzichten auf diesen Pkw, dann wissen wir, okay, so viel CO2 verbraucht er, weil der so und so viele Kilometer fährt und weil der so diesen oder jenen Kraftstoff verwendet. Sondern es sind ja Maßnahmen, wo man einfach nicht weiß, weil der ins soziale Gefüge oder in die Umwelt eingreift oder in die Wirtschaft. Und von daher ist es einfach komplex. Es ist komplex, genau. Also unsere Forderung wäre es, dass wir tatsächlich bewusster, ganz konkret Klimamaßnahmen priorisieren, wie eben gesagt, und dass wir auch von dem her sagen können, die Maßnahme, da investieren wir, das bringt den maximalen Ertrag sozusagen aus dem investierten Geld und das setzen wir ein und dann wissen wir haben das als Ergebnis davon. Aber wir haben ja gerade bei diesen komplexen Sachen keine Ansatzpunkte, um zu sagen, da ist der Ertrag maximal, weil wir da am meisten Geld reingebuttert haben. Das ist ja immer noch die Krux, oder? Es lässt sich nicht hundertprozentig sagen, bei komplexen Dingen ist es immer so, aber man kann in die Richtung schon tendieren, man muss hier ein bisschen mehr investieren, um das messen zu können. Das geht halt nicht hemdsärmerlich, sondern das muss man tatsächlich ganz konkret mit wissenschaftlicher Begleitung machen. Und das muss nicht jede Stadt für sich selber machen. Die Maßnahmen werden in anderen Städten ja auch gemacht. Insofern können wir auch gemeinsam mit anderen Städten so ein Problem lösen. Genau, du sagst gerade Problem. Viele sehen ja gerade bei Klimamaßnahmen auch Probleme, beziehungsweise verschiedene Bevölkerungsgruppen werden gegeneinander ausgespielt oder fühlen sich gegeneinander ausgespielt. Es ist ja schon seit Jahren so, dass man meint, dass die Gesellschaft driftet irgendwie ein bisschen auseinander. Das soziale Gefüge stimmt nicht mehr so ganz. Man hat das deutlich gespürt, gerade in der Krise, als viele Flüchtlinge 2015 nach Deutschland kamen, wo viel Solidarität da war, aber auf der anderen Seite auch viel Angst. Und da viel wieder auch gegeneinander ging in der Gesellschaft. Jetzt sehen wir das bei den Klimamaßnahmen auch. Die Autofahrer fühlen sich in die Ecke gedrängt. Da wird viel verallgemeinert und viel über einen Kamm geschert. Gleichzeitig, wie kann so ein Miteinander besser funktionieren? Wie sieht es im sozialen Bereich aus? Gerade was du auch gesagt hast von Eden Culture. Wie können wir Sinn und auch was Gemeinsames, das Miteinander hineinbringen ins Sozialgefüge, gerade jetzt auch, wenn wir von Klimamaßnahmen sprechen? Also da glaube ich, das ist ein Punkt, wo wir als für Karlsruhe und auch mit den Freien Wählern zusammen, dass wir sagen, das ist uns zentral wichtig, dass wir nicht spalten noch weiter, wie es oft so ist, noch eine zusätzliche Partei, die nochmal eine eigene Meinung hat, sondern wir wollen auch an gewisse Stellen zusammenbringen, das Miteinander in der Stadt fördern. Wir sehen absolut die Notwendigkeit, das Ganze zu sehen und nicht nur die Partikular, also die Einzelinteressen. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Wir suchen der Stadt Bestes. Und das meint die ganze Stadt als ganzes Gefüge. Es geht nicht darum, dass wir gewisse Klientelpolitik machen und einzelne Gruppierungen bevorzugen, sondern wir suchen das für das Ganze das Beste. Und das, glaube ich, ist eine Frage der Blickrichtung. Und ich motiviere und ich ermutige auch die ganzen Parteien dazu, mehr in der Richtung zu denken. Wie kann es gemeinsam funktionieren? Wie können wir gemeinsam die Probleme auch lösen? Also wir können, ich möchte gerne nochmal doch aufs Finanzielle und auf das Klimatische zurückkommen. Wie können wir diese beiden Pole sozusagen miteinander harmonisieren, ein Stück weit mit zusammenkriegen? Es nützt nichts, wenn wir jetzt tatsächlich nur noch Klimaschutz machen und verschulden uns bis für alle Zeiten und hinterlassen es unseren Enkeln. Es nützt aber auch nichts, zu sagen, wir geben kein Geld aus, wir sparen alles, wir sparen, wie manche sagen, zu Tode. Und die städtischen Gebäude sind immer noch nicht klimaneutral ausgestattet.
Von der Seite her müssen wir die beiden Pole versöhnen und miteinander ringen. Mhm. Und das ist die politische Aufgabe von uns. Wir müssen miteinander ringen um die beste Lösung und eine gute Lösung, aber nicht auf seiner Maximalforderung stehen bleiben. Und glaube ich, da haben wir einen guten Beitrag dazu, diese Kultur. Es ist eine Kultur, die wir in unserem Land brauchen. Ich denke, wenn wir die Kultur nicht schaffen, dann fallen wir auseinander als Gesellschaft und sind für jegliche Probleme anfällig. Da gibt es übrigens diese auch Nachhaltigkeit im Sinne von Resilienz, also wie widerstandsfähig eine Gesellschaft bei Problemen, die auftauchen, können wir die zusammen meistern oder können wir die zusammen nicht meistern? Und da spielt es eine Rolle, ob wir zusammen gelernt haben, miteinander Probleme durchzugehen. Und da ein kleiner Gedanke noch dazu. Wir dürfen nicht denken, alles kommt durch Erneuerung, sondern wir müssen auch überlegen, was hat uns in der Vergangenheit getragen? Was waren die guten Elemente von früher? Nicht alles in der Zukunft ist besser, was in der Vergangenheit war. Also wir müssen auch da die Balance schaffen. Alles, das Bewährte bewahren, das ist in guter Weise konservativ. Dann aber auch gucken, was müssen wir heute Neues denken, wo hilft das alte Denken nicht weiter, also dieses miteinander zu versöhnen. Also das halte ich für Nachhaltigkeit, für nachhaltige Gesellschaft absolut wichtig, dass wir zusammen Wege gehen, die miteinander eine Gesellschaft durchschreitet, auch durch die Geschichte hindurch. In 100 Jahren wird keiner mehr fragen, was die und jene Gruppe gemacht hat, sondern wie hat die Gesellschaft reagiert als Ganzes. Und deswegen ist Nachhaltigkeit in der Tat ein sehr breites Thema. Mhm. Das ist sehr spannend, weil gleichzeitig, wir haben es jetzt ja mit komplexen Themen zu tun, also komplexe Problemstellung, Thema Klima. Gleichzeitig auch, um das Gesellschaftliche zusammenzubekommen, ist es auch eine große Komplexität, einfach durch die Individualität, die Diversität unter den ganzen Gesellschaftsschichten, den ganzen Menschen, aber auch international gesehen. Es ist mir aufgefallen, gerade bei der Corona-Politik, wo man gerade bei politischen Entscheidungen ganz genau nur auf den Fall, sage ich mal, hier Deutschland geschaut hat. Klar, manche auch, was international passiert oder im europäischen Raum, aber viele auch mit sich gerungen haben oder mit dieser Politik gerungen haben, weil es für sie sich einschränkend angefühlt hat oder als Diktatur, ohne zu sehen, wie es in anderen Ländern läuft, wo es viel, viel härtere Einschränkungen gab, wo es viel schlimmer auch von der politischen Seite die Corona-Eindämmung stattgefunden hat. Und da finde ich sehr spannend diesen Aspekt, das gemeinsame Betrachten eines komplexen Themas, sage ich mal, aus der Adlerperspektive. Ich glaube, Harvard Business Review hat mal darüber was geschrieben gehabt, was sich herauszunehmen, sage ich mal, und nochmal von oben zu gucken, was ist da alles, welche Aspekte fallen da rein, also Ökonomie, Ökologie, der Mensch, das Soziale. Wie läuft das auch international oder auch in anderen Ländern, um gemeinsam wirklich auch den Kopf frei zu bekommen. Manchmal fuchst man sich in so ein Thema so rein, dass es dann ganz, ganz schlimm und ganz wichtig oder auch andersrum ist, ohne das große Ganze. Und das große Ganze, wie findest du das große Ganze manchmal bei den politischen Entscheidungen hier im Gemeinderat? Es hat ja früher dieses Schlagwort gegeben, global denken, lokal handeln. Mhm. Und wir sind ja bei der Lage in Karlsruhe. Ich glaube, das ist gut, die Gesamtperspektive zu haben. Und dann die Probleme, die wir international haben, die findet man auch im Kleinen hier im Mikrokosmos Karlsruhe wieder. Und wir können eigentlich nur in dem Bereich agieren. Wir sind begrenzt. Aber wir können es nur tun, wenn wir tatsächlich das Ganze auch sehen. Und manchmal ist man in seinem Kleinen so gefangen, dass man oft die großen Linien nicht mehr sieht. Deswegen, ich halte sehr viel davon, das große Ganze zu sehen und die internationalen Bewegungen und Entwicklungen zu sehen. Und dann aber zu gucken, was bedeutet es für Karlsruhe. Und das ist natürlich das Schöne als Kommunalpolitiker. Wir müssen keine Bundespolitik oder keine Europapolitik machen, sondern wir machen hier konkret das Miteinander. Und das versuchen wir zu gestalten. Das ist ganz entscheidend wichtig, da wollen wir uns einen Beitrag leisten dazu. Super, genau. Also manchmal braucht man halt trotzdem noch diese Erinnerung, das Ganze zu sehen. Ja. Oder man sieht halt nicht alles. Mhm. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass manche Themen oder Dinge nicht an uns herankamen und erst später oder in einer Gemeinderatssitzung
öffentlich geworden sind oder sichtbar geworden sind und wir merken, oh, da kommt noch ein neuer Aspekt dazu oder oh, das wurde, ist unter den Tisch gefallen. Auch in den Antworten manchmal kann das passieren im Gemeinderat, dass absolut, man nicht das volle klar. Bild sieht. Was heißt das dann, das wäre der allerletzte Punkt, allerletzte Frage, was heißt das bei so einer politischen Entscheidung, wo man nicht das Ganze gesehen hat? Kann man da wieder zurückrudern später oder muss man es dann durchziehen? Die Realität holt uns ja immer wieder ein. Wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht rund sind, die nicht umfassend abgewogen sind, dann werden wir bei der Entscheidung sehr wahrscheinlich auf die Nase fallen. Und dann spätestens werden wir uns wieder mit beschäftigen. Es ist so, dass natürlich Entscheidungen, die gefallen sind, sind gefallen. Die Mehrheiten sind meistens nicht bereit, so schnell umzudenken. Deswegen muss man über gewisse Zeiträume denken und nachhaltig. Im Sinne der Nachhaltigkeit muss man dann auch langfristig denken können und dann das wieder zur gegebenen Zeit, zur richtigen Zeit wieder auf die Tagesordnung bringen. Dann besteht die Chance, dass sich die Haltung geändert haben. Bloß ein Beispiel dazu, wenn ich überlege, damals die sexuelle Ausbeutung, die wurde damals von manchen Parteien so als normal, also zumindest die Laufkundschaft kam ja zu den Dirnen und die, da hat man gesagt, das ist ein normaler Beruf. Das haben einige Parteien gesagt. Jetzt 2 Jahre später, 3 Jahre später, ist für die Haltung völlig gekippt, völlig neue Ansichten darüber. Und von der Seite her bin ich überzeugt, manche Themen, die falsch gesetzt werden, kippen auch wieder in die andere Richtung. Und es besteht immer Grund zur Hoffnung, dass auch die Dinge sich wieder gut einfügen. Gut, und damit kommen wir zum Ende. Wir freuen uns über jeden Follow, über jedes Abonnement unseres Kanals und dieses schönen Podcast aus dem Gemeinderat und wünschen ein paar erholsame, schöne Sommerabende und bis zur nächsten Folge. Viele Grüße auch von meiner Seite. Gute Erholung.